Hallo, Leute, grüßt euch zu Part 236 meiner Let's Play Minecraft-Serie. Zu einer weiteren Runde des entspannten Klötzchenbauens. Ja, wir sind hier letztes Mal stehen geblieben. Entgegengesetzt meiner eigentlichen Ansage habe ich dieses Stück hier noch nicht abgebaut. Das machen wir jetzt. Und ja, ich bin sehr happy. Ich habe eben gerade eine Nachricht von der Post gekriegt, dass meine Pakete angekommen sind. Ja, das ist immer ganz toll. Wenn der Postbote kommt, ist schon vorgezogener Weihnachtstag. Also wirklich toll. Und für die Geier, die unter euch wissen wollen, was ich denn da als Päckchen gekriegt habe. Ja, ich bin ein kleiner Autofreak und da drin befinden sich für mein Auto, mag es kaum glauben, Teile. Ja, ist jetzt nichts Besonderes. Wow, 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 das war knapp. Muss man mal gesagt haben. Ja, und wieder hoch. Das sind nämlich für mein Fahrzeug neue Gummilagerbuchsen. Um genau zu sein, für den Stabilisator. Neue Gummilagerung. Jetzt habe ich nicht so eine alte Klitsche, die 40 Jahre alt ist. Ja, also das ist jetzt kein Kernschrott, aber man kann das ruhig mal erneuern. Aus meiner Sicht. Ich habe die ganze... Oh, ich habe keine Schweißhände. Okay, das wäre nicht gut ausgegangen. Ich meine, die Rüstung ist ja echt Bombe gewesen, ne? Mit Federfall und hast du nicht gesehen, ne? Das war Hardcore-Scheiße. Auf jeden Fall habe ich in letzter Zeit bei meinem Auto die ganze Vorderachse. Ich weiß nämlich, dass ich Leute habe. Ich habe nur männliche Zuschauer. Ich habe einen weiblichen Prozentsatz von Zuschauern von 2%. Und das wird wahrscheinlich meine Freundin sein. Grüße an dich. Ja. Aber ich weiß, dass ich hauptsächlich einen Teil männliche Zuschauer habe. Und dementsprechend weiß ich auch, dass ich hauptsächlich Leute habe, die so um die 25 Jahre alt sind. Und wahrscheinlich selber ein Auto besitzen und vielleicht sich auch dafür interessieren. Und dementsprechend habe ich bei meinem Auto die ganze Vorderachse letztens neue Gummi gelagert. Darunter Querlenker, Zugstreben. Ja, Koppelstangen sind auch neu gekommen. Und dann halt im gleichen Zuge auch nochmal die Spurstangenköpfe mit neuen Axialstangen. Ja, und jetzt dementsprechend kommen nochmal die auch noch neu, die Stabilager. Damit das Thema gegessen ist. So, und ich muss gerade gucken. Da kommt es hin. Okay, gut. Ich werde jetzt hier... Oh, das ist ja voll doof. Es geht bestimmt richtig gut. Ja, komm, wir machen von unten nach oben, ne? Alles andere ist Blödsinn. Das war... Wir müssen uns mal heilen. So, also... Grob fahrlässig. Mehr sage ich dazu nicht. Einfach nur grob fahrlässig. So, wir holen... Wir haben ja eigentlich alles dabei. Schaufel brauchen wir jetzt nicht. Dann fangen wir unten an. Dann geht's jetzt nach unten. So. Das erste ist natürlich hier in greifbarer... So. Der erste muss dann tatsächlich rein theoretisch hier hin, ne? Teste das jetzt mal durch. Ob das da wirklich hin muss. So, ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Und ich denke mal, dementsprechend ist mein Ablauf, was das betrifft, ein bisschen reibungslos und zügig. Das ist okay. Dann kommt das genau auf Höhe. Ein höher als die Decke ist. So, das ist der erste. Der kommt. Und ja, weiter geht's. Ne? Wie gesagt, alle drei frei kommt eine Leiter rein, theoretisch. Damit wir hier auf dem vierten noch den letzten erreichen können. So, also rein theoretisch muss da schon wieder einer hin.
testen wir mal, ob das der Fall ist. Und wenn es der Fall ist, dann können wir so durchziehen. So. Gucken wir mal. Ja, das ist der Abstand. Ein weiter würde nicht funktionieren. Können wir nochmal testen. Aber ich bin der Meinung, das war Maximum. So. Ich glaube, jetzt können wir den nicht mehr erreichen. Genau, geht nicht mehr. Dann haben wir das Thema geklärt. Dann kommt der weg. Und jetzt rutscht er da schon wieder hin. 1, 2, also immer von dem einen freilassen. 1, 2 auf die dritte Fläche. So. Genau. Jo, erstmal kann man das so durchziehen. Es geht ja noch recht easy so. Ich wollte nur nicht immer, dass man die Schienen neu einsammeln muss. Könnte man rein theoretisch auch zulassen. Aber ich mache sie noch auf. Aber das wird sich schon zeigen. Das wird ja, also ich finde dafür, dass das nachher die schnellste, aus meiner Sicht, ja, immer wieder gesagt, aus meiner Sicht ist das nachher die schnellste Art, um hochzukommen. Und die ressourcensparendste. Weil, sind wir mal ehrlich, sind das viele Ressourcen, was wir brauchen, um den Aufzug zu realisieren? Ich glaube nicht. Dementsprechend, ein bisschen Eisen kostet das, ja, aber das sollte man schon übrig haben. Dafür hat man nachher eine so krasse Vereinfachung. Und ich werde mich nachher, wenn das fertig ist, ärgern, dass ich das nicht schon viel früher gemacht habe. Ich kenne mich da, was das betrifft. Aber naja. Ist dann halt so, ne? Hätten wir ja schon früher machen können. Habe ich aber nicht gemacht. Eins, zwei, drei. Cobblestone nehme ich jetzt. Bisschen einheitlich kann das ja sein. Auch wenn es völlig egal ist. Das werden wir uns nie wieder anschauen hinterher. Aber, na, ist auch egal. So, wir haben jetzt schon keine Leiter mehr. Können wir ihn ja direkt mal testen. Ja, das waren ein paar Blöcke, die wir übersprungen haben. Und zwar schon fast 30 Stück. Zack, 30 Blöcke hoch. Ist das nicht geil? Die beste Methode, aus meiner Sicht. Die beste. Ja, wir gehen hoch und holen uns ein paar neue Leitern. Ich glaube, wir haben noch welche. Wenn nicht, auch nicht schlimm, dann machen wir uns halt neue. Na, gibt Schlimmeres. Bis gleich. Geile ist, dass wir tatsächlich auch jetzt in der Kiste vorne an keine neuen Leitern hatten. Ich hoffe, dass wir hier noch welche haben. Ja, vier Stück. Der Anstandsrest. Naja, dann auch keine Sticks mehr. Alles verbraucht. Dann machen wir uns mal neue. Können wir uns direkt ein paar mehr machen. So. Und dann kommen da hier welche rein. So. Und jetzt machen wir uns neue Leitern.
Ich würde sagen, wir machen mal 3 Stacks. So. Und dann geht das jetzt wieder zurück. Wir müssen aber noch vorher neue Loren herstellen. Und ich hoffe inständig, dass wir noch ein paar haben. Beziehungsweise ein paar herstellen können. Ja, hier, komm. Nimm mit. Und dann kloppen wir die da jetzt zu Loren rein. Das ist ein bisschen kurios, dass wir wirklich keine mehr haben. Wir hatten mal so viel Eisen. Alles verbraucht. Ja gut, wir haben Ketten ohne Ende hergestellt. Wir haben Laternen hergestellt. Es wundert mich nicht, dass wir nur noch so wenig haben. Aber ärgerlich ist das trotzdem. So, jetzt haben wir wieder ein paar. Können wir erstmal ein bisschen was mitmachen. Ja. Ist noch ein bisschen ungewohnt, hier nach unten zu laufen. Anstatt hier rein. Also, wo wir sonst reingesprungen sind. Und da hinten sehen wir schon das Minecart. So tief ist das gar nicht mehr. So, einmal was essen. Na, können wir den mal wegnehmen. Und so, dass wir hier mal ein bisschen schon vorsorglich das wegnehmen, damit wir hier einfacher gleich bauen können. Was für einen anderen Sinn hat das Ding jetzt hier. Wir machen das nur weg, damit wir hier gleich einfacher bauen können. Machen uns das so einfach, wie das geht. Und dann sollte das kein Problem sein. So, da wir eben das Wasser hier oben weggeleitet haben, kommt uns das auch nicht entgegen. So. Wunderbar. Und jetzt gibt es eigentlich nur noch die Sache, dass wir hier halt den Aufzug ganz gemütlich hochleiten. So, rein theoretisch müsste das hier nicht weg. Aber ich mach's weg. Zumindest, obwohl. Ach komm, war die ganze Zeit da. Ist egal. So. Dann geht das hier weiter. Na komm, ich lasse den erstmal da. Okay, ein bisschen ist das noch. Eins, zwei, drei. Einmal dahin. Okay, ein bisschen doof ist das hier. Da müssen wir halt jetzt mal improvisieren. So. So. Eins, zwei, drei. Zack. Ja. So. So. Den Rest den. Und jetzt nehmen wir hier random einfach mal was weg, damit wir das noch ausfüllen können, den kleinen Rest. So nicht. Perfekt. Eins, zwei, drei. So, na egal. So.
Also ihr merkt, das ist ja eigentlich eine simple Angelegenheit. Kann jeder Hans und Franz, und Leute, macht es. Es ist, wenn ihr solche Distanzen überbrücken wollt, die billigste und beste Methode aus meiner Sicht. Kann ich nicht anders betonen als das, was ich schon die ganze Zeit sage. Ich meine, Unrecht habe ich doch nicht. Wenn ihr euch das anschaut, es ist so simpel. Alle drei Felder eine Leiter und eine Steinreihe setzen. Das ist ja nicht so wild. Ja, auf jeden Fall, wir haben jetzt unsere 15 Minuten schon wieder rum. Wir testen jetzt nochmal. Und das sind jetzt, können wir darauf achten, oben rechts die Zahl, die minus 58, wie schnell das hochwandert. Zack, das waren jetzt 47 Etagen. Ja, kommt hin. Ja, so ist das. Und das machen wir jetzt bis oben hin. So viel ist es jetzt ja gar nicht mehr. Ja, wir sehen ja schon das Ende. Es sind jetzt noch knapp 60 Blöcke. 60 Etagen. Das sollten wir hinkriegen, ne? Vielleicht haben wir Glück und das reicht sogar mit den Minecarts, glaube ich eher nicht, aber wir gucken mal. Dann schaffen wir schon. Ne? Na gut, Leute, dann würde ich sagen, das war's. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute. Ja, ich darf nicht alle Tasten gleichzeitig drücken, dann beendet er die Aufnahme nicht. So, jetzt aber. Ciao, Leute.